Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shovel Knight, und zwar die Hauptgeschichte mit Shovel of Hope. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem Spectre irgendwas. Und das ist scheinbar der dritte Charakter, den wir dann später spielen können. So viel dazu. So, und ja, wir sind jetzt hier bei diesem Spectre auf irgendwas. Oh, das ist ein Totenschädel. Was habe ich hier? Gold, Gold, Gold. Oh, das war. Oh oh. Nein, das ist geil. Ist das jetzt der Endkampf? Weil das wäre jetzt cool. Okay. Spectre Knight. Dies ist kein Ort für die lebenden Sterblicher. Du wirst gerufen, wenn deine Zeit gekommen ist. Jedem ist seine Zeit vorbestimmt, wie auch deinen geliebten Schild. Nein. Lüge. Sowas kaufe ich doch keinem Phantom ab. Allein deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung. Die Verzauberin steckt voller Überraschungen. Sie hat mir neues Leben geschenkt, damit ich dir deins nehmen kann. Okay. Sollte wirklich auf Leben gehen. Ich sag mal, ich muss echt vorsichtig sein und ich krepiere. Hier.
wieder bei 0. Hey, warum hat er mir nicht gesehen? Holt sie zurück. Ich soll echt auf mehr Leben gehen. Das ist ja echt cool. Haben wir wieder so einen Traum mit Schild Knight? Nee, Schild Knight, nicht Knight. Hab sie.
Essensmarke. Besuche den Gastronomen, um deine Gesundheit zu verbessern. Cool. Und weiter geht's. Oh Gott. Das ist mir bisher riesig. Was ist da oben hier? Oh. Magie oder Gesundheit verbessern. Cool. So. Er hat keine Relikte mehr. Du hast Spectre Knight besiegt und jetzt siehst du meinen größten Schatz tanzen. War ja klar. Die Tänzerin tanzt. Ihr größter Schatz. Wir haben noch 5400. Was kostet eigentlich die nächste Stufe an Essensmarken? Danke, du hast meine Essensmarken gekauft. Jetzt habe ich keine mehr. Hatte mal mehr, aber die sind zu Essen geworden, bevor ich gekommen bin. Altes Ausblenden. Explodarium. Das ist dieser Plague Knight, den haben wir ja danach. Mole Knight. Treasure Knight. Also ich würde gerne mal hier machen. Hilfe, Dornen! Wenn ich mich nur ausblenden könnte, dann könnte ich rüber und mir Schätze holen.
Scheiße. Geil. Ja. Shit, hat nicht geklappt. So, jetzt nochmal. Also ich kann mich auch in der Luft ausblenden, ist schon mal gut zu wissen. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber wir sind schon mal vorangekommen. Cool. Ach, das heißt, diese Levels sind so Schatzlevel. Dann ist das ja auch eins. Das würde ich auch gerne machen. So, jetzt, da kann ich mich nicht durchboxen. Ich wünschte, ich könnte einfach durch die Erde schaufeln. Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Okay. Da ist so ein Luftschiff. Bevor das weg ist. Spinn ihr hoch. Aber ist egal.
fangen wir damit an. Zeit zu schaufeln. Jetzt halt einfach so. Entschuldigung. Ich war guter Hoffnung. Da rechts lang gehe. Dass er da nicht springt. Thank you.
war nicht gut. Ey. Doch dieses benutzt. Oh Mann. Relikt eigentlich benutzt, aber es hat nicht funktioniert. Unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Du bist nur eine Münzwurf vom Reichtum. Alchemie-Münze. Du bist nur eine Münzwurf vom Reichtum. Mit Glück kannst du groß verwenden. Das war cool. Ich mache dann hier eine kurze Pause. Das ist mir echt zu viel langsam. Krass, ey. Es macht Spaß, es ist aber anstrengend. Man muss sich konzentrieren. Am Anfang war so ein bisschen Rumgehüpfe, aber jetzt so langsam ist schon kritisch. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentar könnt ihr mir gerne auch da lassen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, falls ihr irgendeinen Spielewunsch habt oder so oder irgendwas sehen wollt. Dann würde ich es gerne machen wollen. Das wäre kein Problem. Ja, Daumen, Kommentar. Achso, abonnieren. Nicht vergessen. Ja, ihr könnt noch ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Könnt auch natürlich die Glocke drücken. Dann werdet ihr mal benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt.
Ich lade so täglich neue Videos hoch. Also ich habe jetzt schon über 300 Videos, glaube ich, hochgeladen. Ja, da ist bestimmt was dabei. Ihr könnt ja natürlich in die alten Videos reinschauen, ob da was dabei ist, was euch gefällt. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.